Zierat-Lichtspiegel zeichnen sich nicht nur durch Qualität, sondern auch durch eine einfache Montage aus. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dank unserer Easyfix-Montagehilfe beispielsweise Ihren neuen YourStyle einfach im Badezimmer montieren. Entnehmen Sie zuerst die Montageanleitung, um sich mit dem Modell vertraut zu machen. Bevor der Aufbau beginnt, überprüfen Sie das Produkt sowie die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei Beschädigungen nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns oder Ihrem Händler auf. Von Ihnen montierte Spiegel mit defekten Spiegelkanten oder Ecken sowie Kratzern in den Verblendungen werden als Reklamation nicht anerkannt. Alles in Ordnung? Dann geht es los. Entnehmen Sie zunächst das Montagezubehör von der Rückseite des Spiegels. Messen Sie an der Mitte des Waschtisches den gewünschten Abstand der Spiegelunterkante zum Waschtisch. Messen Sie nun am Spiegel die Strecke Spiegelunterkante bis Mitte Aufhängehaken und übertragen Sie diesen Wert an die Wand. In unserem Fall sind das 76,5 cm. Messen Sie nun Mitte Aufhängung bis Mitte Aufhängung und teilen Sie diesen Wert durch 2. Das bedeutet in diesem Fall 37 cm. Danach messen Sie diesen Wert nach rechts und links von der Mittellinie aus und markieren Sie diese Punkte. Nun ziehen Sie mit der Wasserwaage eine Linie zwischen den drei Punkten. Dann können die Löcher für die Aufhängung gebohrt werden. Nun kommt unsere Easyfix-Montagehilfe zum Einsatz. Nehmen Sie jeweils die Montagehilfe für links oder rechts und befestigen Sie diese zusammen mit dem S-Haken an der Wand. Überprüfen Sie das Ergebnis nochmals mit der Wasserwaage und justieren Sie gegebenenfalls nach. Befestigen Sie das Stromkabel mit einem Klebestreifen an der Wand, sodass dies nach oben zeigt. Hängen Sie nun den Spiegel ein. Dank der Easyfix-Montagehilfe erkennen Sie genau, wie der Spiegel einzusetzen ist und wo sich die S-Haken befinden. Im nächsten Schritt wird der Spiegel an den Strom angeschlossen. Ziehen Sie nun vorsichtig den Spiegel nach vorne und lassen Sie das Stromkabel hinter dem Spiegel verschwinden. Entfernen Sie die Folie vom Klebestreifen auf der Rückseite. Mit leichtem Druck pressen Sie den Spiegel gegen die Wand. Jetzt nur noch die Folie, die Schutzecken und die Montagehilfe entfernen. Fertig. Je nach verbauter Schaltertechnik sollte nun ein Licht- und Funktionscheck des Schalters erfolgen. Alle weiteren Informationen rund um unser Produkt mit passenden Pflegehinweisen sowie Garantieansprüche finden Sie in unserem mitgelieferten Spiegelzertifikat. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Zierat-Spiegel.